Nö, 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 nö. 1500, okay. Ne, 1050 war es, glaube ich, nur, ne? Was mache ich denn da? Das ist gerade echt scheiße, was ich gerade mache, weil ich mir die ganzen Punkte versaue. So, ich versuche jetzt einfach nur ein paar gute Tricks zu machen. Also jetzt nicht unbedingt gute Tricks, die man Rolle vorwärts, Rolle rückwärts kann, könnte ich hier natürlich schon machen, aber so zum Beispiel nicht. Ich will alles mit der Rampe machen, dass ich dann überall das Maximum an Multiplikatoren und so rausholen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine, irgendwie. Und dann kann ich noch bei den Türmen vielleicht noch ein bisschen was... Ich schaffe den Sprung einfach nicht. Ich habe noch nicht den Punkt raus, wann ich hier jetzt X drücken muss. So. Nein, da noch nicht. Okay. Jetzt hing das irgendwie schon wieder. So, jetzt aber. Ja, danke schön. So, dann machen wir erstmal wieder die beiden Spins. Das gibt dann schon mal 2000 Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass die gepresste Zitrone und ungefähr gleich viele Punkte geben werden. So, okay. So, und lenken, 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 lenken! Boah, das war knapp. So, jetzt aber. Ah, links rum. Ja, also eine Drehung noch wird auf keinen Fall gehen. Das habe ich gerade gesehen. Das würde nicht klappen. Und jetzt hier raus. Und ja, dreh dich, 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 dreh. 3050 sogar, schön. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal die andere Richtung. Ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten, so ist das nicht. Und zur Not habe ich dann immer noch die drei Türme da oben. Herr der Ringe, die drei Türme. Lustig, lustig. Jetzt. Scheiße, warum hat er den ersten nicht gezählt? Ja. Nein! Nein, nicht hinfallen. Ich habe keine Zeit für so einen Kack. Echt nicht. Echt nicht. Alter, ey. Wenn das nicht das... Alter, das wird richtig hart noch mit den Kack-Dingern da. Na, hepp. Und Chepper. Und Chepper. Und. Du sollst dich eigentlich drehen oder so. Du Sack. Ja, okay. Leider schaffe ich es wieder nicht. Wer hätte es denn überhaupt schon gedacht von euch? Gebt es mal zu. Wer hätte an mich geglaubt? Da und jetzt kriege ich den Kacksprung hier nicht mehr hin. Und jetzt kann ich das vergessen, weil bis ich da bin, ist die Zeit abgelaufen. Ja, danke. Toll. Da bringt mir jetzt auch nichts mehr, du Sack. Oh, gib Gas, Jung. Nee, auf keinen Fall. So, und jetzt hier. Nein, so knapp will ich es doch nicht machen. Komm, ich habe schon wie immer noch gut geleckt. Ja. Lecker Blut. Hm, ja, so nicht denn. So nicht. Ich bin gerade echt total im Rage-Modus irgendwie, aber es ist so ein richtiger Ehrgeiz-Rage. Wisst ihr, so von wegen so, ich will den Scheiß jetzt schaffen. Ja. Aber nicht so, aber nicht so. Oh, ich hoffe, das andere Bonuslevel ist ein bisschen netter zu uns. Ich nehme es schon, glaube ich, seit über 2 Stunden auf, ey. Es ist hart. Aber es ist genauso, wollte ich es auch machen. Nein, nicht Atlas. Ah. Um, ja, ist jetzt gut. Ja, Stilpunkte, ne? Da, es gibt keine Stilpunkte in den Fluglevel, dafür gibt es hier welche. Die ey, ohne Scheiß. Ich begreife den Punkt nicht, wann ich drücken muss. Echt nicht. So, okay. Ich drücke und der springt. Geht doch. Und ich springe dann vorbei. Schön. Zeit verloren. Ich brauche jede gottverdammte Sekunde hier. Und ich will den Nasty Nog lernen. Und hepp. Ich glaube, der springt irgendwie nur ab, wenn ich weit genug links bin. Kann das sein? Er springt. Er springt. Okay. Und er springt. Geht doch. Jetzt hätte ich auch gerne einen Trick gemacht, weil das waren am Ende die 250 Punkte, die mir nämlich gefehlt haben. Weil ich keine Flips gemacht habe und so und... Oh, das war echt ärgerlich. Und... Spin your fucking face, bitch. So, okay. Spin your fucking face, bitch. Mhm. Ist auch wieder ziemlich knapp. Und hey! Wow, wir haben noch eine Drehung hinbekommen. Wir haben dafür aber keine zusätzlichen Punkte gekriegt, weil das Spiel scheiße ist. Nein, das Spiel ist echt nicht scheiße, aber es ist, hat eine merkwürdige Punktezählung. Komm, ich will die 3000 Punkte haben. Bitteschön, wie viele waren das jetzt? Was habe ich da jetzt alles getan? Ey, leck mich fett. Langsam kann ich das Spiel echt mal gern haben. Aber so richtig, weil das war, glaube ich, sogar noch einer mehr, als ich eigentlich für 2900 bekommen hätte. Gehen wir jetzt hier. Den hier! Okay, danke. Wenigstens hast du mir dafür keine Punkte geklaut. Okay, da hätte ich auch einen Trick machen können. Ich weiß, aber ich habe zu spät gepeilt.
So, dann mache ich jetzt noch unten rechts. Und jetzt kriege ich den Sprung hier wieder nicht mehr hin. So Affenscheiße ist das nicht mal, ey. So, okay, und... Hepp! Okay, es war ziemlich knapp. Ziemlich knapp war das, ja. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Spyro. Und hepp! Oh nein, nein, nein. Und jetzt hier noch eine Drehung, eine schöne. Irgendwie war das eine merkwürdige Drehung, aber ist okay. So, so und... Nein, nein, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Nein, nein, nein. Ich glaub das nicht. Das wär's gewesen, hätte ich den gestanden. Oh. Ja gut, komm, wir machen zuerst mal diesen Kack-Drei-Türme-Scheiß da. Wo sind die überhaupt? Ah, ich glaube, die sind da drin. Da sind sie. Okay, ich mach nochmal aufgeben. Aber ich glaube, da kann ich sogar noch ein bisschen mehr Punkte holen als auf der Pipe. Okay, und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp, dreh dich! Und auch nicht. Dann haben wir jetzt einfach nur die 1000 Punkte geholt. Auch okay. Wenigstens klappen hier die Sprünge jetzt. Oh, wie lange bin ich jetzt hier dran? Eine halbe Stunde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich weiß nicht mal, ob wir noch Montag haben, Samstag, Sonntag. Keine Ahnung. Und das war scheiße. Ja, okay. Ich... Oh, der war gar nicht mal so schlecht. Aber ich gebe trotzdem auf. Sibenya, meine Miete. Humdene, humdene, hum. Humdene, humdene und hum. Stehen! 1000! Warum? Ich verstehe diese Kacklogik nicht, wie diese Kackpunkte hier gezählt werden in diesem Kackspiel. Mann! Ey! So, jetzt, ich werde gleich nochmal neu starten. Ich will jetzt nur wissen, ob wenn ich die drei Türme mache, ob ich dann wieder 1000 Punkte kriege oder ob ich dann nur die Hälfte kriege. Hey. 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 Nein, 500 nur. Schade. Ey, ich verstehe echt die Zähllogik hier in diesem Spiel nicht. Das ist der Hammer. Ich bin da irgendwie zu doof für oder ich habe keine Ahnung, was ich dazu bin. Irgendwas bin ich zu. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu. Das würde auf jeden Fall die Sache um einiges erleichtern. Alter, ey. Ich habe die ganzen Tony Hawk Spiele durch. Ich müsste eigentlich hier so Skate-Spiele und sowas können. Das spricht nicht gerade fürs Spiel, wenn ich das nämlich nicht kann. Das war jetzt mein eigener Fehler. Da sage ich auch wirklich gar nichts zu. Ich ignoriere es gekonnt. So, hepp. Okay, das war spät gesprungen von mir. Das will ich auch noch verstehen, wenn ich da jetzt nicht geschafft hätte zu landen. Okay, 2900 Punkte. Schön. Okay. Okay, schön, 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 schön. Und jetzt genau einfach nur eine Rolle. Das sind einfach so die kleinen Punkte, die ich dann hinterher, die mir noch fehlen würden am Ende. So, okay, dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Machen dann nochmal die drei Türme. Hep. Nein! Nein, jetzt hat er schon wieder den Sprung nicht hinbekommen. Dann machen wir jetzt doch erstmal die Schanzentournee. Hep. Und er kriegt schon wieder den Sprung nicht hin. Ich glaub das nicht. Ey, wir sind so gut in der Zeit noch, ne? Ohne Scheiß. Wenn ich das jetzt noch verkacke. Mit so einer Scheiße verkacke ich das auf jeden Fall. Weil der Wichser nicht springt. X! Ich hab, ohne ihr habt gehört, ich hab X gesagt. Das heißt, ich hab auch X gedrückt. Ich lüge euch ja nicht an. Danke, du Wichsfresse, ey. Aber es ist, eigentlich sollten wir das jetzt schaffen, weil es sieht ziemlich gut aus gerade. Wenn ich dann diese beiden Spins noch mache, die ich ja schon eigentlich gemacht habe, aber die bringen ja trotzdem noch ein paar Punkte. Wie viel? 5 Spins, Alter, okay. Eigentlich dürfte mir jetzt nichts mehr passieren, wenn ich jetzt mich nicht total dämlich anstelle, so wie jetzt. Fuck, 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 fuck. So, okay. Okay, 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 okay. Okay, ich muss einen Spin-Move machen, damit ich die Punkte auf jeden Fall habe, weil... kein Spin, sondern so ein gedrehte Limone oder so ein Scheiß. Okay, und jetzt... Ja, komm, komm, gib mir die fucking Punkte. Warum hat er den da als Flip gezählt? Ohne Scheiß! Ich hasse diesen Modus in diesem gottverdammten Scheißspiel. Das ist echt die Hölle auf Erden. Ich hab... Ey... Fick dich, Alter. Das ist so ein... Bullshit hier, ey. Ja, komm, jetzt hier, mach... Der springt einfach nicht, wenn ich das will. Ich weiß nicht, ob hier eine Verzögerung in meinem Controller drin ist oder so. Oder ob es am Spiel liegt oder an was weiß ich was. An der Stellung des Mondes oder so.
aber der springt irgendwie verzögert und das ist echt zum Kotzen. Als müsste der irgendwie Anlauf holen oder so. Und jetzt hat er das auch nicht, das ja, fick dich, Spiel, echt. Boah, ich hab gerade meine Stirn ist gerade einfach nur nass, weil ich so wütend bin und einfach nur schwitze und den Kack einfach nur noch hinter mich bringen möchte. Für einen verfickten Könnerpunkt, der wahrscheinlich gar nichts bringt, außer wieder ein paar Bilder am Ende oder so, wie im ersten, im zweiten Teil. Wo ich mir auch wieder Blut und Schweiß einfach nur investiert habe für nichts im Endeffekt. Ah, komm. Außer für das Gefühl, ja, du hast es geschafft, Dennis, schön. Das Spiel wirst du wahrscheinlich nie wieder anfassen. Fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Fick dich, fick dich, fick dich. Ich habe schon so oft meinen Mittelfinger jetzt auf den Fernseher gehalten, das glaubt er gar nicht. So. Und hepp. Und hepp. Und hepp! Ja, dreh dich, Schlampe! Ja, flip vorwärts, natürlich. Ey, das ist so ein verficktes Rotzspiel, echt. Der peilt einfach nicht das, was ich tue. Das ist echt ein Glücksspiel, was für Tricks man dann bekommt, ey. Genauso wie ich im ersten Rennen Nessie noch geschafft habe, aus irgendwelchen Gründen. Der einfach mal 10.000 Punkte schon alleine gegeben hat oder so. Ja, okay, ich glaube, es waren 3.000 oder so. Ja, ja, na, ja, 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 ja. Aber wobei, ja komm, wir versuchen es nochmal. Ja, so nicht, Dennis. Alter, ey, ist das ein Scheiß oder was ist das hier, ey? Boah, ich geh kaputt. Wirklich, ohne Scheiß. Selten was gehabt, was mich so abgefuckt hat. Weil, ich meine, es gibt schwierige Sachen, auf jeden Fall. Anfangs ist das ja auch schwierig, weil ich da wirklich ja nicht mal in die Nähe der Punktzahl kam. Aber jetzt, zum Beispiel sowas. Ich habe sowas von X gedrückt, ne? Ich bin ja nicht zu blöd, den X-Kopf zu betätigen. Das habe ich schon oft genug bewiesen, dass ich den X-Kopf drücken kann. Weil ich allein schon im normalen Modus X zum Springen brauche hier in diesem fuck you Spiel. Das ist ein schönes Spiel, aber irgendwie ein bisschen verkorkst teilweise programmiert. Gerade hier, ne, Ihmchen hier. Mister, ich bin der Skater-Modus. Ich muss eine Scheibe von den Ruhm von Tony Hawk abschneiden. Deswegen bauen wir hier auch immer so eine Kacke rein, die kein Mensch haben will. Okay, und hepp. Nee, du schaffst das nicht. Oh, Alter, das war schon so knapp. Ja, machen wir jetzt mal nochmal die Spin-Moves. Mal ebenso. Okay, und jetzt. Hepp. Und nein, nicht so machen. Wobei. Na gut, so kann man auch nochmal 1500 Punkte kriegen. Wow. Gar nicht mal schlecht. Ja, komm, machen wir nochmal. Und hepp. Ey, fick dich, Alter. Ich hab wirklich so früh jetzt gedrückt, ne? Das kostet mich einfach wertvolle Sekunden. Ja, jetzt bin ich gesprungen. Es hat mir nichts gebracht, weil ich zu früh gedrückt habe, weil ich dann das Spiel doch mal gedacht habe, ja, ich nehme doch mal den Befehl genau dann an, wenn er den drückt. Echt, ey, so eine Rotzprogrammierung bei so einem Spiel habe ich echt noch nie gesehen, ey. Ich meine, wenn das normale Spiel ist super, das Jump'n'Run an sich, aber das hier, ne? Ey, warum haben die das getan? Warum? Da hätten die lieber echt noch mehr Fluglevel einbauen können, weil die sind wenigstens anständig programmiert. Die sind zwar scheiße, also die sind schwer für mich, aber die sind gut programmiert. Da kann man wirklich nichts sagen. Ui, ein Wallride, dafür will ich auch Punkte haben. So, komm. Ich hätte natürlich Saltos machen können, aber ich war wieder zu doof dafür. So, jetzt hier. Komm. Okay, und jetzt springen. Gefällig. So, springen und springen. Und jetzt mach keine gleichen Scheiß wie gerade. Okay, die 500 Punkte gehören uns. Wir sind aber, wir haben einen ganz guten Lauf, glaube ich, gerade. Warum ich jetzt hier bin, ich weiß es nicht. Ah, okay, fuck. Das war doof von mir. Ja, gut, nicht stehen. Nicht stehen ist gut. Dann kriege ich die Punkte nämlich nochmal. Komm hier einfach raus, Balbo. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Alter, ey. Guckt überhaupt noch irgendjemand von euch zu, ey. Es ist ja echt traurig, was ich hier abliefer. Komm, ey. Gib Gas. Das ist so eine lange Strecke hier, dieser Kack. Und jetzt. Springen und drehen, 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 drehen. Ja, super. 3000 Punkte. Genau die. So was brauche ich. So eine Scheiße brauche ich gerade. Echt. Lenk, 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 Drache. Hier ist nochmal. Und hepp. Drehen, 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 drehen. Nein. Fuck, egal. Komm, wir haben noch die Chance. Wir haben noch die Chance. Ich komme da nicht mehr hoch. Ey, fick dich, Spiel. Da komme ich auch nicht. Ey. Jetzt reicht's aber langsam. Echt mal. Also jetzt wird das Spiel langsam echt richtig persönlich. Ey. So eine Scheiße. So eine gottverdammte, gottlose Scheiße. Gottverdammt und gottlos gleichzeitig. Ja, das gibt's beim Dennis. So, okay. Ich hoffe mal, ich habe den Trick doch nicht gemacht. Doch, ich habe den schon gemacht. Also, warum macht ihr jetzt schon wieder den Flip? Das Spiel will mich abfacken. Immer wenn ich kurz vorm Ziel bin, denke ich, weißt du, ich schaff's das nicht, weil ich mache das, was ich will. Ich bin das Spiel. Fick das Spiel, echt mal. Ey.
Ich geb nicht auf. Alter. Ist mir auch egal, wenn jetzt ich jetzt nur noch hier irgendwie Hater-Kommentare habe, so wie, du bist scheiße, schneid das doch raus oder so. Dann sage ich einfach, ihr wisst gar nicht, was Ehre bedeutet, ey. Denn ich habe Ehre. Und ich verteidige meine Ehre. Vor allem will ich mich nicht von so einem schwulen, verfickten lila Drachen natzen lassen, ey. Oder von den Spielemachern, die sich gedacht haben, die haben hier eine tolle Idee und bauen hier Skater-Scheiße ein. Ich habe X gedrückt. Ey, gleich fliegt mein Pad, ne? Das ist bei mir noch nie bei Let's Plays passiert, aber gleich fliegt echt mein Gamepad. Also mein Controller. Glücklicherweise einer der PlayStation 1. Okay, das war mein Fehler. Nee, eigentlich nicht, weil ich habe jetzt mal frühzeitig gedrückt, aber diesmal hat es wieder pünktlich angenommen. Ja, wenn ich, wenn es hier so einen Bewegungsablauf bei den Sprüngen gäbe, ich habe schon X gedrückt, bevor ich überhaupt die Rampe verlassen habe. Bei weitem. Ich hasse dieses Spiel. Ja, danke. Oh, es ist so wie Tony Hawk, dass ich dann loslassen muss. Nein, ist es nicht. Ich versuch's mal. Ist das so wie Tony Hawk oder was? Das glaube ich nicht. So, und jetzt lasse ich los? Nein. Okay, beim Drücken springt er angeblich. Gut. Ich habe es also doch nach einer Stunde lang mal begriffen. Boah. Leute. Ja, scheinbar habe ich es doch nicht begriffen, weil ich bin irgendwie doch zu doof, das zu begreifen. Ey, ohne Scheiß. Erklärt mir das. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Er sagt nicht, ihr müsst X drücken, um zu springen. Das weiß ich selbst. Aber wann muss ich X drücken, um zu springen? Ja. Okay. Muss ich das X fester drücken oder so, weil der das sonst nicht checkt? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich habe gedacht, die Tasten bei der PlayStation 1 Controller wären auch nicht analog. Okay. Das hat mal funktioniert. Wow, ich bin schon ein bisschen überrascht. Flip vorwärts oder was? Nein, ey. Ja, und warum denn nur zweimal? Ey, weißt du was, Spiel? Ey, fick deine fette Kackmutter, ey. Die ganzen Spielemacher können auch alle immer schön ihre Mutter ficken. Boah, ich werde gerade so beleidigt, so richtig asozial. Das bin ich ja eigentlich sonst nicht. Aber das Spiel, das wird mir langsam echt zu viel. Hey, dankeschön. Weil das wird echt persönlich langsam. Das macht langsam auch nicht mehr so viel Spaß, muss ich sagen. Und hepp. Drehen. Und 3000, jawohl, dankeschön. Und linksrum. Jetzt nochmal die 3000 mit der Drehung, das wäre natürlich der absolute Hammer. Drehen. Warum gibt der, ich wollte gerade sagen, warum bringt der, jawohl, fick die fette Mutter der Entwickler. Oder so. Und jetzt. Nein, warum wird er nicht gezählt? Ich hab den gestanden. Ich bin danach erst gecrashed, du Wichshure. Mein Gott. Ich hätte es geschafft. Ich hab gesagt, okay, ich hab schon gedacht, jetzt fail ich wieder. Komm schon, ey, Dennis, das kannst du jetzt nicht versagen. Hier fehlt echt nicht mehr viel. Ich könnte es einfach mit dem Spin versuchen, aber das ist mir dann irgendwie doch zu unsicher. Ja, stehen. Ja, fick dich, Jäger. Du kleiner Hurensohn. Hier, verbrenn, du Nutte, verbrenn. Ah, ich will hier raus. Wo komme ich hier raus? Ich will hier raus. Unbedingt. Ich will hier raus. Wo ist es? Wo ist es? Da? Nein. Da. Raus hier. Ich will mal die Zeit auslaufen lassen, damit ich einen Rekord habe oder so. Ey, oh, wie lange habe ich jetzt hierfür gebraucht, Alter? Ich habe jetzt von einer halben Stunde auf die Uhr geguckt, war schon hier. Wie lange bin ich jetzt in diesem Zaubertürm drin, ey? Seit 5 Parts oder was? Ich hab's geschafft, ey. Fucking Könnerpunkt, ey. Oh mein Gott, ey, ich bin so fertig jetzt. Alter, oh, das war wieder so ein Fertigkeitsröps. Aber ich habe noch ein Level, ne? Oh. Und oh, hier muss ich auch noch so einen Spacko finden. Oh, ich habe Sodbrennen. Scheiße. Alter, wo komme ich denn hier überhaupt jetzt da zum anderen Geheimlevel? Ich weiß das nicht mehr. Ich war hier schon so lange nicht mehr. Ich muss da rüberfliegen, ne? Ja, ich glaube da hinten. Da an der Frontwand da. Frontline. Genau, da rechts jetzt. Ja, ich hab mal recht. Wie viele Edelsteine fehlen mir hier noch? Oh, Alter. Oh, mir geht's nicht gut. 104. Rettet den verlorenen Wolf. Bitte lass das nichts Schweres sein, ey. Bitte, ey. Ich bitte dich. Ich brauche jetzt irgendwas Entspanntes, ey. Irgendwie, ich könnte jetzt Flower durchspielen. Das wäre schön. Okay, was ist das? Hä? Was passiert hier? Will ich erstmal noch einen Fünfer haben? Dann rede ich mit dir. Ich habe mit meinem zahmen Wolf Fali Fang gespielt.
Aber ich habe aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen und er ist hinterhergesprungen. Jetzt steckt er da unten fest. Ich bin so hilflos hier oben und er wimmert so jämmerlich. Nicht weinen, Wolf. Bloß nicht weinen, Wolf. Ja, ja, komm, wir machen das. Ich sehe nur leider nichts. Okay, schön. Nein, nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Schön offenes Level, das gefällt mir. Also sieht es nicht so aus, als gäbe es hier jetzt so Verwinklungssachen oder so. Was bist du? Eine Maus. Du bist doch kein Gegner, oder? Ach, du bist mein Wolf. Ah, dich soll ich jetzt hier durchführen oder was? Gehst du immer dahin, wo der Ball ist oder folgst du mir auch so? Ah, okay. Ich verstehe. Glaube ich. Kann man den Ball dagegen schießen oder so? Vielleicht? Gut, oder auch nicht. Ist ja lustig, wenn er da oben liegen bleiben würde. Ah, ich muss ja dagegen schießen. Ah, okay. Ah, ich muss erstmal hier von den Zaubertürmen den Scheiß wegstreichen. Ja, danke schön, Alter. So, okay. Ich muss doch irgendwie. Kann den dagegen schießen, oder? Zack. Nö, klappt nicht. Ach so. Ich muss ja bestimmt da drauf tun, dann gehen die Sachen hoch und dann kann ich das auch betätigen. Ne? Habe ich recht? Ja, ich bin so doof, Alter. Ich bin so doof. Ich habe keinen Verstand mehr, das Spiel. Das raubt mir echt den letzten Nerv. Jetzt schon. Ich bin in der zweiten Welt, Herrgott, von. Was weiß ich. Ich finde es gut, wie er den Gegner jagt. Gefällt mir. Jetzt ist das Spiel wieder schön. Aber diese Skater-Kacke, ne? Ich glaube, ich krieg gleich einen epileptischen Anfall oder so, ey. Okay, hier ist wieder irgend so ein Schalterrätsel oder sowas. Wenn man es als solches überhaupt bezeichnen kann. Komm, Ball, ich nehme dich mal mit. Habe ich dich mitgenommen, Ball? Ah. Danke, Ball. Was passiert dann? Okay, eine Plattform erscheint. Komm. Und jetzt rauf da. Boah, wow, jetzt wäre ich fast. Ja, komm, warte. Ich komme gleich wieder, Hund. Keine Angst. Ich mag dich doch auch. So, so. Und Bams. Ich schätze mal, wenn ich den Schalter betätige, was passiert dann? Dann geht das runter, okay. Das heißt, ich muss dann von da aus. Oh, okay, den Ball da rüber schießen. So, okay. Gut, dann versuche ich jetzt hier mal irgendwie den Ball da rüber zu schießen. Bams! Und jetzt hol ihn dir, Schätzchen! Hol ihn dir! Ja genau, weil ich kann da drüber gleiten, gehe ich von aus. Eieiei, aber locker. Wirklich, sehr locker. Ah, das ist jetzt... Oh, das ist wirklich entspannt. Das ist ein bisschen zwar so Hirn gefragt, so, aber wirklich wenig. Aber das ist dann so richtig so wenig Gegner, kein Zeitdruck. War das gut? Ja, war gut, okay. Oh, Alter. Ich bin jetzt richtig, richtig fertig mit der Welt. Aber so richtig fucking Könnerpunkte. Warum will ich auch immer alles holen, ey? Aber ich kann das sonst nicht mit dem Gewissen vereinbaren. Ich sollte einfach aufhören zu zocken, denke ich. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Stopp. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Stirb. Auf zu bellen. Mach lieber was Anständiges. Ah, wir haben ja alle Edelsteine. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt, da fehlt uns jetzt nur noch dieser eine Knochenwichser, ne? Hey, du hast Farley gefunden. Wie kann ich dir jemals danken, Kumpel? Ich könnte dir ja dieses olle Ei geben, aber Farley hat darauf rumgekaut und es ist etwas schleimig. Aber die gute Absicht zählt, richtig? Richtig. Ach, schön. Das war mal ein angenehmes Ei. Lüss. Was fehlt uns jetzt noch? Genau, dieser letzte Pansen. Dafür werde ich dann wieder den Birdie holen. Birdie, 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 Birdie. Komme ich hier raus? Ist hier ein Ziel? Ach, da, okay. Genau. Und tschüss. Ich will jetzt hier nur noch den letzten finden und dann werde ich diese überaus lange Aufnahme beenden. Die war wirklich lang. Also ohne Scheiß bestimmt. Ich schätze mal 2,5 Stunden mittlerweile definitiv. Ja, komm, bitte. Oh, ich freue mich aufs Bearbeiten. Es wird ein Fest. Habt ihr auch wieder richtig viel zu gucken auf einmal.
Hier, Sparks, hilf mir. Wo ist der letzte Penner, der mir jetzt noch fehlt? Der ist echt gut versteckt. Das gefällt mir nicht so gut. Ich mag das lieber, wenn die leicht zu finden sind. Okay, da wäre es natürlich auch leicht, ne, wie es dann der Begriff schon sagt, aber dahinter vielleicht jetzt so beim letzten mal so richtig abzufacken? Nein, leider nicht. Och Mann. Ich weiß jetzt natürlich auch überhaupt nicht mehr, wo ich jetzt gesucht habe überall, deswegen müssen wir uns das alles nochmal antun. Na jedenfalls, ich kann eigentlich jetzt schon mal meine Abschiedsworte von mir geben, so ein bisschen. Ich kann zumindest damit beginnen. Ja, das war heute echt eine anstrengende Aufnahme. Gerade dieses Level, das ist die Hölle. Also Zaubertürme, ey, ich habe jetzt eigentlich... Der Anfang lief eigentlich ziemlich gut. Da haben wir die Sachen auch ziemlich schnell geschafft und so. Aber dann, also ab diesem Level quasi, ist ja eigentlich das erste Level, was wir hier aus dieser Welt machen. Und ich habe hier bestimmt 1,5 Stunden verbracht. Ungelogen. Und davon, ich schätze mal, eine 3/4 Stunde im Skater-Level. Und das war nicht schön, wirklich nicht. Also das... Ich bin auch fertig mit der Welt. Ich wollte heute Abend eigentlich noch ein bisschen so zocken für mich. Ich weiß noch nicht was. Aber ich glaube, das lasse ich auch sein. Ich werde mich einfach nur ein bisschen entspannen. Und dann irgendwann den Abend ausklingen lassen und dann mein... Das letzte Mal ausschlafen in meinem Urlaub. Was ist denn da unten? Da unten habe ich was gesehen. Ist das ein normaler Gegner, oder? Achso, das war... Es war ein Ball. Gut. Also ein Stein. Where the fuck is the last fucking... Bone... Fucker. Da habe ich auch schon alles durchsucht, glaube ich, ne? Da kam ich gerade. Aber ich glaube, ich habe da... Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwo so eine kleine Ecke übersehen habe, wo der Penner dann draufsteht und sich freut. Ah, Mann. Oh, ich bin wieder schon echt 1000 Mal an ihm vorbeigeflogen. Das kann natürlich auch sein. Ist der vielleicht auf der Spitze eines Daches? Nein, leider nicht. Auch das wäre zu schön gewesen. Nein, okay. Ich wollte unbedingt noch den ganzen Kreis hier umfahren. Okay, da ist eine Fee. McEffe. Wo ist denn der letzte Spacko? Menno. Oh, es ist wieder nur Knochen, den ich einsammeln muss, weil ich irgendeinen Knochen nicht eingesammelt habe. Das fände ich ziemlich beschissen. Ganz ehrlich. Eieieiei. So, ich fahre und ich fahre, ja genau. Ich fliege noch ein paar Minuten rum, in der Hoffnung, dass ich ihn finde. Ansonsten werde ich das Offscreen suchen vor der nächsten Aufnahme. Und werde euch dann. Ja, werde die Aufnahme dann quasi genau da starten, wo ich den Knochenwichser gefunden habe. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil ich. Ich muss auch langsam, so langsam auf Toilette, ich möchte eine rauchen, an den ganzen Strapazen. Würde ich jetzt hier im Zimmer noch offiziell rauchen, nicht nur bei Livestreams, dann hätte ich das schon getan. Kann ich hier vielleicht noch irgendwo hochfliegen oder so? Wobei, ich habe jetzt gerade auch, glaube ich, keine Geduld mehr, jetzt ernsthaft zu suchen. Nach dem Penner jetzt hier. Ah, hier, das ist ja auch noch ein ziemlich... Drehst du dich mal bitte um? Dankeschön. Ah, ne, ich glaube, hier ist auch nichts, oder? All your bases belong to us. Ah, fuck, jetzt habe ich schon wieder einen da zu tief. Ich fall ganz schön schnell. Ah. Ey, komm, ich glaube, ich suche es offscreen weiter. Ah, Mann. Nicht, dass ich das dann aus Versehen einsammle und dass ich dann wirklich dann nur noch die Knochen da liegen gelassen habe irgendwo. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist, wirklich nicht, weil das wäre... Nicht schön. Ah, hier kann man doch gar nicht stehen, oder? Boah, das ist dann aber so unbefriedigend, wenn ich das jetzt aufhöre. Hier drunter. Nein, leider nicht. So, aber ich werde es jetzt hier beenden. So. Oder. Ja, nein, ja, ich vielleicht. Ja, doch, komm. Ich werde es beenden. Ja. Ich habe ja immer so ein ungutes Gefühl. Ich glaube aber mit dem, vielleicht hat er irgendwas. Vielleicht sagt ihr, oh, einen habe ich noch selbst oder so. Nein, okay, bringt nichts. Gut, ich gucke noch gerade, wie viel Prozent wir jetzt insgesamt haben. Sammle die Knochen ein. Ja, ich bin dabei. Alter, ich bin so fertig. Ne? Das glaubt ihr gar nicht. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ich will jetzt hier wieder zurück zum allgemeinen Ding da. 31% haben wir. Hey, schön.
Gut, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Aufnahme. Ich melde mich jetzt ab. Es war zu hart für mich. Und sagt dann einfach, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.